Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, der Mac Burago, und diese Therapie ist kostenlos. Genau. Wir sind hier bei der Junkbox-Ausgabe von Evoland und es ist Freitag. Wochenende steht vor der Tür und es fehlen noch 3 Karten für Champion, um Champion zu werden für den Doppelzwilling. Fragen wir mal den Herrn, ob er uns weiterhelfen kann. Karten. Ja, wir spielen Doppelzwilling und brauchen noch mehr Karten. Wir haben 20 von 23. Tja, ich bin mir ziemlich sicher, dass dort eine Karte versteckt ist. Fragezeichen, Fragezeichen. Super. Das hilft uns auch nicht mehr. Was sagt denn eigentlich, wenn wir hier fragen? 30 von 30. Ihr habt alle gefunden. Okay, da haben wir nochmal die Geschichte von dem Händler. Okay, der Herr weiß auch nicht, wo wir die restlichen Karten finden. Das finde ich persönlich relativ schade. Wir versuchen es nochmal eine Runde Doppelzwilling. Haben wir einfach so Glück und haben diesmal Glück mit guten Karten. Ja, wir spielen mal eine Runde. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Den setzen wir gleich erstmal hier unten in die Ecke. Da greift er damit an. Okay. Das ist nicht gut. Da. 6 und 1. Was ist eigentlich, wenn wir den direkt daneben packen? Weiß ich gar nicht, ob das was bringt. Spielen wir lieber mal den hier aus und hoffen, dass er da mit einer relativ einfachen Karte dann da den versucht anzugreifen, damit wir ihn flippen können. Okay. Das Spiel ist auch so super fair, dass es uns immer genau ein paar extrem miese Karten mit reinpackt. Okay. Das war klar, dass er den angriff. Und damit sieht das schon ziemlich scheiße aus. Weil damit können wir hier endlich nichts mehr anfangen. Ja, ich habe diese Karten auch alle. Aber die gibt er uns einfach nicht in das Deck. Wir probieren das Ganze noch ein letztes Mal. Ja, wir haben verloren. Wir probieren es einfach nochmal. Und wenn nicht, tja, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Genau, wir wollen Champion werden. Okay, naja. Der fängt halt damit an. Ja, wir haben schon nichts, was wir da anlegen können, richtig. Wir haben jetzt schon nur noch Müll. Okay, dann... Nee, den nehmen wir mal nicht. Die möchte ich dann doch nicht nehmen. Wir nehmen mal diese. Die wird uns sowieso flippen. Aber da haben wir etwas hingesetzt, wo wir vielleicht Glück haben, mit etwas Leichtem dagegen zu steuern. Vielleicht sowas hier. Da wird er also uns auch angreifen, wahrscheinlich oben bei der 3. Nein, bei der 5. Oh, 3 ist super. So, was haben wir denn hier noch? Wir hätten mal hier noch 5-5. Die könnten wir zwar setzen, wird er uns auch umdrehen. Den möchte ich noch nicht ausspielen. Ja, versuchen wir einfach hier mit mal. Die wird er uns sowieso leicht locker umdrehen gleich. Hoffe ich mal, vermute ich mal mit was passenden. Genau, da kommt er mit dem Zeugs. Da haben wir natürlich nichts gegenzusetzen. Ja, hier haben wir auch nichts mehr dagegen zu setzen. Ja, das sieht schon wieder nicht gut aus. Das Spiel ist extrem unfair. Ja. Aber gut, das soll dann wohl nicht sein. Und wir machen uns dann halt auf für den großen Endkampf, würde ich mal meinen. So, gehen wir mal zum Luftschiff. Genau, ich will zum Luftschiff. Uns fehlen echt noch diese 3 Karten für Doppelzwilling. Es ist jetzt relativ schwer herauszufinden, wo die jetzt fehlen. Selbst wenn ich jetzt nochmal versuche, in einem Video oder Karte herauszufinden, wo sich die Karten befinden, haben wir das Problem, wir wissen nicht, welche wir schon gesammelt haben. Aber gut. Ich möchte das ganze Let's Play und die Junkbox jetzt auch nicht unnötig noch in die Länge ziehen. Heute ist Freitag. Ist der ideale Zeitpunkt für ein Finale, denke ich mal. Und das sollten wir auch tun. Und deswegen geht es heute auf zum Mana-Baum. Genau, hier ist nämlich der Mana-Baum. Mit dem unterhalten wir uns jetzt als nächstes, wenn wir landen können. Wir möchten landen. Landen. Danke. So. Auf zum Mana-Baum. Großes Finale heute am Freitag. Sypheros.
Komm hervor. Zeig dich. Ich habe euch erwartet. Oh, der sieht aber ungesund aus, Herr Freund. Endlich seid ihr hier. Ich möchte euer Gesicht erzählen, Geschichte erzählen. Vor langer Zeit herrschte Meines über dieses Land. Doch man jagte auf sie, um Hörner zu grauen. Nur ich habe überlebt. Und heute werde ich Rache üben. Ihr werdet dasselbe Schicksal wie das Mädchen teilen. Der Mana-Baum soll euer Grab werden. Okay, wir haben 4 Sterne. Das Ganze läuft nach lustigem Kampfprinzip ab. Wir können hier im Kreis rennen. Das machen wir auch hier. Und wir müssen dann hier die Hände angreifen. Und das Ganze sollten wir schaffen. Oh. So. Wir müssen hier die Hände erstmal außer Gefecht setzen. Ja. So. Das Ganze läuft nach einem klassischen Fight ab. 3 Phasen. Die erste Phase sind die Hände. So, wir haben wieder einen Treffer gelandet. Das Einzige, was doof ist, dass wir schon einen Treffer kassiert haben. Oh, was kommt die Seite wieder ran? So, erstmal die eine Hand. Leider hat er keine Lebensanzeige, dass man nicht weiß, wie weit man schon ist. So, die eine Hand ist tot. Beziehungsweise hat das Licht aus. So, jetzt müssen wir sehen, ob wir auf die andere Seite kommen. Genau, hier möchte ich hin. So. Okay, das schaffen wir so nicht. Das bringt doch nicht mal auf die Hand zu hauen, weil die Hand ist schon tot. So. Ja, das Problem ist, dass er hier ein bisschen rumzickt, dass er immer nur auf die eine Seite geht. Ja. Genau, da will ich hin. So, die Hände sind tot. Boah. Ja, also. Jetzt ist das Entscheidende, dass jetzt hier. Wir müssen auf sein Amulett hauen. Wir müssen auf das Amulett hauen. Ja, da haben wir schon wieder Schaden eingesammelt. Ja. So, dann fliegt nämlich das Herz nämlich nach drüben. So. So, da haben wir hier das Herz. Ja, das haben wir diesmal nicht getroffen. Lass mal rankommen. Ja, das war zu knapp. So, rennen wir mal ihm hinterher. Wie man das Geräusch gehört hat, ist es. Ja. Ja, hat sich ganz ge. Ja. Oh Gott, das haben wir nochmal Schaden eingesammelt. So, halt. So, nach da hinten. So. 2-mal haben wir es jetzt schon erwischt. Bleiben wir mal lieber hier stehen. Ja. Er bleibt hier stehen. Ja, ungünstig. Das Herz fliegt nach hinten. So. Damit war das die 2. Runde. So. Jetzt bläht sich unser Freund ein bisschen auf. Okay, aufgebläht war er schon vorher. Da haben wir ihn nochmal in klein. So, er. Ihr mögt meine steinerne Rüstung zerbrochen haben. Doch in dieser Gestalt könnt ihr mich nichts anhaben. Ich werde euch mit Haut und Haaren verbrennen. So. Die Sache ist, die er haut jetzt lustige blaue Kugeln auf uns. Und rote Kugeln. Den roten müssen wir ausweichen. Dem blauen spielen wir Baseball. Ah. Dankeschön. Genau so. 2-mal haben wir ihn schon getroffen. So. Na, rote Kugeln. Ah. Ja, das war ungünstig. Wir müssen ihn natürlich anschauen. Die 3. Okay. Ja, weichen wir mal aus.
Das Schlimme ist, am Anfang ist immer nicht zu sehen, ist das jetzt eine rote oder eine blaue, die kommt. Am besten heißt es da mit viel Abstand ran. So, dann haben wir wieder eine blaue. So, die geht zurück. Das war wieder ein toller Treffer. Vielleicht wäre es wie eine andere Welt Freunde gewesen. Ja, mit solch wie dir werde ich dann doch nicht Freunde. Pau! Das scheint das große Ende und Finale hier zu sein. Ja. Jo, wir haben es geschafft, Helden. Ihr habt Zyphus besiegt. Ja, das ist das Ende von Zyphus. Und leider auch das Ende von unserem schicken Let's Play hier. Damit endet nämlich unsere Zeit als solches. Und da kommt schon der Abspann. Evoland. Ein wahnsinnig tolles Spiel von der Idee. Einfach genial gemacht. Sowas würde ich mir gerne auch von anderen Spiele-Genres wünschen. Da kann man den Jungs nur gratulieren. Aber ich habe auch schon gelesen, es sollte eigentlich viel größer werden, weil Spielinhalt technisch ist es doch schon recht kurz geraten. Und zwar sollte es auch noch die MMOs, RPGs und ähnliches umsingen, aber man kann bei Wikipedia, kann man selber nachlesen, dass jede neue Spielmechanik, so wie man sie hier sieht, gleich eine Entwicklung eines neuen Spieles kam und damit wurde das Ganze einfach viel zu groß. Da steht es nochmal von dieser Evoland Classic in 48 Stunden. So, im Spiel Monsterschlechter Mac Buraro, Helden Karas. Macht des Bösen, Zyphorus. Den haben wir ja so besiegt. Besonderen Dank. Ja, es kommt die Dankesagung und ich habe Zeit für mein Fazit. Also, wie gesagt, das Spiel ist super toll gemacht, wahnsinnig viel zu entdecken, es macht tierisch Spaß. Hier sieht man noch die ganzen Zitate, Legend of Zelda, Final Fantasy, Dragon Quest, Diablo und viele mehr. Uns wird gedankt zum Spielen, 92,9% des Spiels abgeschlossen, wir sind extrem gut. Uns fehlten einfach nur noch ein paar Karten und die Quest mit dem Kartenspieler, denke ich mal, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen, aber... Die Woche ist rum. Wir haben uns jetzt hier 3 Wochen lang mit dem tollen Spiel. Ja, waren das 3 Wochen? Nein! 4 Wochen! Genau. 4 Wochen haben wir uns mit diesem tollen Spiel rumgeschlagen. Und ich denke mal, jetzt ist es Zeit, das Spiel Ade zu sagen und den Platz freischaffen für etwas Neues. Und am Montag startet eine neue Junkbox-Aufgabe. Ich habe schon mal ein bisschen recherchiert und es wird wohl wieder was sein von Topware. Mal schauen, was ich da habe. Ich hoffe mal, es trifft euren Geschmack. Wenn nicht, werde ich das spätestens nach der ersten Woche erfahren. Oder ihr wollt mich einfach strafen, weil ich so schlechte gespielt habe und ich darf schlechte Spiele bis zum Ende, bitteren Ende durchziehen. Bis dahin bleibt mir nur eins zu sagen. Ich wünsche euch auf alle Fälle mal ein schönes Wochenende bis Montag hier an der Junkbox. Ich bin Mac Urago und sagt Servus und Ade.